Ja, wunderschönen guten Abend alle miteinander zur Auflösung meiner Übungsaufgabe von dieser Woche. Diese schöne Kaffeetasse, die ihr hier seht, war zu bauen. Die habe ich übrigens gerade gebaut, während ich das Video aufnehmen wollte und hatte dann die Audioaufnahme versaut. Also es wurde kein Ton aufgenommen. Das heißt, ich kann diese ganze Session nochmal neu aufzeichnen. Aber dann habe ich wenigstens schon zu Beginn des Videos die Tasse hier fertig. Ist auch ganz lustig. So, dann verlieren wir nicht zu viele Worte und starten jetzt mit der Lösung der Aufgabe der Tasse. So, wir starten im Part Design in FreeCAD. Über FreeCAD gehen wir mal drauf. Das ist die 019er22846 Version vom 25.10.2020. Wir haben, wie ihr auch in dem einen Video von mir schon gesehen habt, wo ich einen Kegel auf ganz verschiedene Arten und Weisen baue, haben wir schon gesehen, dass es in FreeCAD sehr viele Möglichkeiten gibt, die eine und selbe Geometrie zu bauen. Ihr könntet beispielsweise jetzt die Tasse, den Grundkörper, könntet ihr zum Beispiel als normalen extrudierten Zylinder, also extrudierten Kreis bauen, den dann aushöhlen mit einer Tasche und so weiter. Ich habe mich dazu entschieden, wie ihr ja hier in der Datei vielleicht auch schon gesehen habt, dass ich hier mit einem Zylinder, einem hinzuzufügenden Zylinder und einem abzuziehenden Zylinder gearbeitet hatte. Und das Ganze mache ich jetzt auch nochmal. Also ich gehe jetzt hier auf einen neuen Body, weil ohne Body kann ich hier auch keinen Zylinder erzeugen. Beziehungsweise wenn ich drauf gehe, wird der Body automatisch erzeugt. Wähle mir die Referenz aus, das Attachment, das ist hier die XY-Plane. Ich brauche einen Radius von 50 mm und eine Höhe von 100 mm für meinen ersten Zylinder. Den muss ich jetzt hohl machen. Und ihr kennt hier vielleicht oben diesen Schalter Erzeugen eines aufgedickten Körpers, also eine Wandstärke zu erzeugen. Das funktioniert aber nur, dass alle Wandstärken gleich sind. Das heißt, wenn ich jetzt hier die Deckelfläche auswähle meines Zylinders und gehe dann da drauf, dann kann ich das schon hier mehr oder weniger aushöhlen. Das Problem ist nur, dass die Wandstärken dann alle gleich sind und das funktioniert ja jetzt nicht, weil in der Zeichnung kommt hier hervor, dass der Boden 4 mm dick ist und die Wände jeweils 6 mm. Dann arbeite ich doch einfach mit so einem abzuziehenden Zylinder, den ich ebenfalls auf XY beziehe und 4 mm nach oben schiebe. Höhe ist hier fast egal, er muss nur groß genug sein. Ja, und jetzt muss ich mal einfach ausrechnen, wie groß ist jetzt hier mein Radius. Ihr müsst einmal die Wandstärke abziehen von den 50 mm, die wir vorhin hatten für den Radius. Haben wir noch 44 und schon ist unsere Tasse, zumindest mal hier der ausgehöhlte Zylinder, erstellt. Dann kommen wir an das nächste Problem. Das ist der Henkel und wenn ihr in die Zeichnung reinschaut, fällt euch möglicherweise aus, dass der Henkel aus zwei Segmenten im Prinzip besteht. Nämlich einmal hier, dass er hier so gerade raus verläuft, 10 mm und ab dann macht er dann hier so einen Halbkreis und geht dann nochmal in so ein gerades Stück und in die Tasse rein. Wie können wir das Ganze jetzt erzeugen? Blende zunächst den Origin ein mit der Leertaste und lege mir hier eine Plane auf die YZ-Ebene. Neue Bezugsebene, die ich um 60 mm verschiebe. Dann das nächste, was ich jetzt tun kann, ich lege mir noch eine Hilfsachse an, also eine Bezugslinie hier, erstellen einer neuen Bezugslinie, die ich relativ zur Y-Achse machen möchte. Also wähle mir die Y-Achse aus und neue Bezugslinie. Die verschiebe ich dann in X-Richtung, ebenfalls minus 60. Und die muss dann auch noch 50 mm hoch. Das ist lokal gesehen die Y-Koordinate dieser Linie. Und das kann man nicht so mega gut sehen, deswegen färbe ich mir die Linie jetzt hier mal um. Gehe auf Darstellung und die ist jetzt nicht gelb, sondern vielleicht irgendwie so pink hier. Und jetzt seht ihr, da liegt jetzt hier meine Bezugsebene und da drauf liegt auch die Bezugslinie. Okay, jetzt brauche ich die Geometrie des Henkels. Das heißt, ich wähle mir die Bezugsebene aus und sage neue Skizze und zeichne mir jetzt hier meine Henkelgeometrie drauf. Das ist einfach ein ganz einfaches Rechteck und das Rechteck hat einen Abstand hier von der Unterseite des Rechtecks bis hier an die Unterkante meiner Tasse. Das kann ich aus der Zeichnung heraus ablesen. Das sind 85 mm.
Und jetzt muss ich noch gucken, dass das Teil hier symmetrisch wird. Also wählen wir zwei Punkte hier aus und die Y-Achse auch noch und dann symmetrisch. Jetzt ist die Dicke meines Henkels, also hier sind 6 mm und die Breite sind 16. Und dann sollten wir die Skizze auch vollständig eingeschränkt haben. Wird jetzt hier so schön grün und passt so. Wunderbar, so soll das aussehen, ne? Diese Skizze hier, die können wir jetzt extrudieren, also polstern, und zwar auf eine Fläche, also bis zu einer Oberfläche drauf. Und diese Oberfläche hier wollen wir nehmen und haben das Ganze jetzt auch da schon drauf gepolstert. Passt für uns. Nachdem wir das Pad jetzt hier einmal haben, den Anschluss an die Tasse, müssen wir das natürlich auch erstmal noch spiegeln. Und das wird in der Z-Höhe von 50 mm gespiegelt. Also hier gehe ich drauf, neue Bezugsebene in 50 mm zur XY-Ebene, kann mir das Pad nun auswählen, sage einmal spiegeln, Referenz auswählen und wähle jetzt hier diese Ebene und habe jetzt auch den Anschluss hier dran so dargestellt. Wunderbar, nun kann ich das Pad nochmal ausklappen und mir die Skizze hier sichtbar schalten. Diese Skizze hier, also der Henkel, die kann ich jetzt rotieren und die Referenz, um die rotiert wird, ist hier diese Achse. Jetzt muss ich die nur noch gefangen kriegen. So, okay, da hätte ich die Ebene vielleicht ausblenden können, dass das besser gefangen kriegt. Und natürlich nur um 180 Grad, weil ansonsten geht das in die Tasse rein. So, 180. Ja, prima, hört hier auf, wie es soll. Wunderbar. So, das sieht gut aus. Nun kann ich mal diese ganze Geometrie hier mit der Leertaste ausblenden. Das ist ja Chaos hier. Und verrunde mir jetzt einfach mal noch hier meine ganzen Kanten an dem Henkel. Geht aus der Zeichnung aber raus, dass das 2 mm Verrundungen sind. Hier die Kante, hier die Kante, hier die Kante. Und ebenfalls diese 2 mm. Und dann sieht das Ganze schon so aus. Jetzt brauchen wir hier unten noch eine Verrundung von 5 mm. Wir brauchen hier oben noch Verrundungen jeweils 2 mm. Und innen drin. Ich kann natürlich gleich große Verrundungen auch zusammenfassen. Dann wird es hier ein bisschen im Baum werden, sind dann ein bisschen weniger Verrundungen drin. Aber wenn ich die dann nachher einzeln anpassen möchte, funktioniert das nicht. Deswegen mache ich die so einzeln. Ja, und dann noch der Anschluss hier an die Tasse natürlich ran. Da kann ich auch immer nur ein Segment hier wählen und die Verrundung auswählen. Und dann auf 2 mm und dann bin ich auch schon fertig. So, das Fillet hier so ein bisschen zum Schluss gemacht. Das ist, glaube ich, ganz guter Style. Was kann ich noch sagen? In die Skizze hier rein, hier vom Henkel, wo jetzt nur das Rechteck drin ist, hätte ich natürlich auch die Verrundungen an die Ecken hier schon machen können, wenn ich gewollt hätte. Ja, aber im Prinzip, da gibt es sehr viele Möglichkeiten, diese Tasse zu erzeugen. Jetzt müsste ich hier mal noch aufräumen und die Sachen mal umbenennen. So viel war es eigentlich dazu. Wie habe ich die Tasse jetzt rot bekommen? Den Body noch auswählen, die Darstellung. Und dann kann ich mir hier irgendeine schöne Farbe einstellen. Ja, und habe jetzt hier eine gelbe Tasse. Und in dem anderen Dokument, wo ich vorhin schon aufgenommen habe, ohne Ton, sehr gute Leistung von mir, war, habe ich sie rot gemacht. Ja, okay. Ich hoffe, ihr habt die Tasse alle hinbekommen. Ich hoffe, sie hat euch auch ein bisschen Spaß bereitet. Wenn Fragen dazu sind, natürlich gerne stellen. Und ansonsten, wie immer, Abos habt ihr ja hoffentlich schon auf meinem Kanal. Likes sind natürlich gerne gesehen. Und immer wieder die Kommentare, Fragen, Hinweise. Vielleicht habt ihr noch irgendwas, wo ihr wisst, wie man das besser machen kann oder wie ihr es macht. Da freue ich mich immer drüber. Ja, und ansonsten checkt die Videobeschreibung. Da habe ich auch noch Links drin zu den Möglichkeiten, wie ihr mich und meinen Channel supporten könnt. Und das war's dann für heute. Hoffe, ihr habt was gelernt. Macht's gut, euer Flowy und auf Wiedersehen. So, jetzt nochmal ein kleiner Bonus hier für die Freunde und Fans hier von meinem Kanal. Nachdem ich jetzt diese Tasse irgendwie schon dreimal gebaut habe, kann ich die so mittlerweile auch ziemlich auswendig. Jetzt gucke ich da einfach mal auf die Uhr, wie schnell ich die Tasse gebaut habe, wenn es wirklich drauf ankommt. Und los geht's!
Ja, das war's.